Ja. Das kann ich nicht verstehen. Ja gut, aber ich würde mal es darauf zurückführen, dass du in einem Kontext an deine Arbeit tun konntest, wo du gemerkt hast, das ist meins. Ja. Und damit war diese Haltung ein natürliches Ergebnis der Struktur, in der du dich so ausleben konntest, wie es dir deiner Person entspricht. Ja. So, das ist ein letzter Satz, vorletzte Folie, die ich immer wieder mal verwende im Kontext mit Führungskräfteentwicklung. Jeder ist anders normal. Ruft erstmal ein Lächeln hervor und dann kommt die Wirklichkeit. Bei uns in Holzfällerei ist das ganz normal. Genau, so ist es. So ist es. Und das ist für den auch richtig. Für den ist das so. In Brennholzverlag. Man betone dieses schöne Gewerk. Das wäre eine Sparte, die wir im Bienen noch neu aufnehmen können. Gibt es übrigens tatsächlich, ist kein Witz. Brennholzverleih. Ja, es gibt Menschen, die brauchen es für Dekozwecke, temporär für Veranstaltungen und so. Ah, okay. Tatsächlich Brennholzverleih. Klingt erstmal völlig daneben und schizophren. Gibt es tatsächlich. Okay, tatsächlich. Gut, wieder was dazugelernt. Dankeschön, Erik. Schon hat es sich gelohnt, dass du da warst. Wir haben alle was gelernt. Ein schönes Wort zum Tanzen, mich entlastet hat. Ich war nach relativ wenig Berufsjahren an dem Punkt, wo ich dachte, also entweder spinne ich oder alle anderen. Es gibt tatsächlich Brennholzverleiher. Also ich kenne zwei, einen in NRW, im Dortmunder Bereich, und der andere kommt aus Hamburg. Und die machen das, um Festivitäten, Veranstaltungen auszustatten, damit es gemütlicher wird. Also Kaminfeuer ist nur Deko. Nur Deko. Wird aufgestapelt, nur Deko. Akustische Deko und optische Deko. Ja. Mein Verhalten für mich nicht normal ist, gemessen an dem, was ich als normal definiere. Ja? Willkommen in meiner Welt. Ich glaube, da bist du nicht ganz allein auf dieser Welt in dieser Situation. Ja? So. Wenn ich mich dazu entscheiden kann, und das empfehle ich jeder Führungskraft und jedem Unternehmer, erstmal andersartige Menschen als anders normal zu bezeichnen. Denn wenn sie normal sind, dann, und wenn das meine Grundhaltung ist, dann gehe ich anders mit ihnen um. Wenn sie anders sind und ich denke, die haben doch einen an der Klatsche, und ich behandle sie dann wie jemand, der einen an der Klatsche hat, weil das meine Grundhaltung ist, wie wirkt sich das dann auf das Miteinander aus? Erniedrigend. Wird auf jeden Fall sich beziehungsmäßig schlecht auswirken. Ja? Das wird nicht gut gehen. Wenn diese Haltung mein Denken beherrscht und ich denke, der spinnt doch, dann sagt er, aber ich habe es ihm ja nicht erzählt. Ich muss ihm das nicht erzählen. Der merkt an meiner Mimik. Der merkt an meiner Körperhaltung, dass der einen an der Klatsche hat. Und da muss der noch nicht mal im Raum sein. Erst die Supervisionssitzung, die ich hatte im Rahmen meiner psychotherapeutischen Zusatzausbildung. Erste Supervisionssitzung, ich stolz wie Bolle meinen ersten Supervisionsfall vorgestellt. War ganz gespannt, nachdem ich den Fall vorgestellt hatte, wie die anderen jetzt reagieren werden. Nö, das stimmt nicht. Ich hatte gar nichts. Ja, ganz vergessen. Dann die zweite, ja, also den Eindruck hatte ich auch zu denken. Und musste zugeben, Mist, die haben recht. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe es nicht realisiert, dass ich diese negative, abwertende Vorstellung gegenüber diesem Seelsorgeklienten, oder Supervisionsklienten in dem Fall, in mir hatte. Und durch die Reflexion, allein wie ich über diese Person gesprochen habe, haben die anderen das gemerkt. Ich konnte, selbst wenn ich mich bemüht habe, so positiv wie möglich über diesen Menschen zu reden, diese Grundstimmung, die ich in mir hatte, nicht verbergen. Und es wird noch viel unmittelbarer von der Person direkt wahrgenommen, wenn ich ihr gegenüberstehe. Also, jeder ist anders normal, ist eine für mich inzwischen wichtige Gruppe, als schwer kompatibel mit dem Rest der Welt draußen vereinbart, wobei aus der Sicht derer, die in so einer geschlossenen Anstalt sind, natürlich klar ist, die da draußen sind, eingeschlossen. Ja. Das ist immer eine Frage des Bezugspunktes. Ne? Wenn ich einen anderen Bezugspunkt habe, komme ich zu einer anderen Definition. Ich definiere nur drinnen als draußen, dann bin ich draußen und die anderen sind Fremde. Ganz einfach. Gut, es gibt ein schönes Modell, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftigt habe und immer weiter beschäftige. Das ist das Modell der sogenannten Sinusmilieus. Das ist eine soziologische Konstruktion, muss man zugeben,
Kein Mensch würde heute im Alltagsleben sagen, ich bin Hedonist oder ich bin ein adaptiv-pragmatischer. Ja, da würde das keiner sagen. Aber diese Etiketten, diese soziologischen Etiketten, die hier ein abnehmendes durchschnittliches Lebensalter. Das heißt, hier sind die Leute älter im Durchschnitt. Also hier ist die Generation 60 plus, schwerpunktmäßig, nicht ausschließlich, aber schwerpunktmäßig. Und nur, hier, wir sind die Tätowierten. Und hier hast du die Generation unter 30. Und der hat eine Nippelpiercing komplett, oder? Nee, die Tochter ist, reist in Goa, Indien umher und so und ist auf dem Findungstrip. Und er regt sich maßlos. Typische Fall für den konservativ Etablierten. Alter, Ende 50. Ja, passt voll. Ja, das ist der konservativ Etablierte. Ja. Und was du beschreibst, die Tochter ist die Expeditive. Ja. Ja, die findet ihren Vater ekelig. Und der Vater findet seine Tochter ekelig. Ewig nicht gewaschen und die riecht. Ja, genau. Egal über welchen Sinneskanal diese Reaktion ankommt. Ja, es ist ganz normal. Du bist da, sie ist da. Die sind beide normal. Die leben beide in ihrer Normalität. Aber diese beiden Normalitäten sind so weit.